Gestern hat stark angefangen, heute Tag 2. Wir sind gespannt. I'm so excited by all of the leadership that we're seeing right now from young people, especially girls and young women around the world. I'm so deeply admiring of your voices and your vision. Please keep speaking up, keep stepping out. You are exactly the transformational leaders that the climate movement needs. Wir können keine Ausreden mehr suchen, warum es nicht geht, sondern wir müssen loslegen. Und die großen Beispiele von großartigen Frauen, die jetzt schon ganz, ganz viel machen, sind da. Und genau das muss Inspiration für uns sein, jetzt loszulegen und mit ganz viel feministischen Ideen dieser Klimakrise zu beenden. Es war eine sehr schöne Veranstaltung heute Morgen, an der wir teilnehmen durften. Und freuen uns über weitere interessante Bekanntschaften, die wir hier machen können. Und ich freue mich, die Ausstellung noch mal genauer mir anzusehen. Da schienen ein paar sehr spannende Projekte dabei zu sein. Das ist eine großartige Initiative, die sich an uns alle richtet. Jeder von uns privat, aber insbesondere natürlich Firmen, Kommunen, selbst Behörden können sich und müssen sich klimaneutral stellen. Und da kann jeder was tun. Also nicht warten, bis der Staat und auf die Gesetze und auf die Politik zu schimpfen. Mach selber was. Mach mit.